Ja, man merkt, sie hat eine harte Nacht hinter sich gehabt. Ich möchte nicht auf Details eingehen. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mystical Ninja Starring Goemon. Jetzt begeben wir uns mal in die Shugoku-Region mit Goemon. Im letzten Part haben wir uns ja das zweite America-Item geholt. Den Part, den ich leider nachkommentieren musste, aus technischen Gründen. Aber jetzt bin ich wieder live dabei. Wir sind in Bizen Kurajaki. So. Und die Shugoku-Region soll ja die größte Region sein in diesem Spiel. So sagen es die Experten. Also ich nicht. ja, und in diesem. Ich bin gleich tot. Und in diesem Part will ich halt jetzt mal versuchen, Sasuke zum Leben zu erwecken. Ihr habt ja gehört im letzten Part, jetzt wird es mal langsam Zeit, Sasuke wieder zu beleben, weil solche Türen hier. Wow. Solche Türen hier können wir nur mit Sasuke aufmachen, weil er hat ein bestimmtes Item, kann man sagen. Er hat diese Firecracker-Bomb. Hier, schon wieder eine Tür. Und da können wir halt nur rein, wenn wir Sasuke haben. Und jetzt machen wir uns einfach mal auf den Weg. Boah, hier sind so viele Türen, das sage ich euch gleich. Uah. Ah. Mann, gib mir ein Item oder irgendein Dumpling. Ich bin gleich tot. Tot. So, hier gibt es echt viele Türen. Also hier kann man sich echt leicht verlaufen, wenn man das nicht kennt. Ich meine, ich kenne es ja nicht. Izumo. Ah, bitte lass du ein Dumpling fallen. Oder irgendwas Brauchbares. Du lässt auch nichts Brauchbares fallen. Wie wär's mit dieser Frau mit der Schultüte? Auch nicht. Hier war noch irgendwo ein Coffeeshop. Wenn ich mich recht entsinne, war da hinten der Coffeeshop. Izumo-Sophie-Shop ist unser. Zack! Bam! Aha, in den Laden gehen wir mal. Hier, Gentleman-like mit Ibisumania. Oh mein Gott. Voll verpeilt. Izumos Coffee Shop. Hören wir uns mal hier ein bisschen um. Der Typ ist weitergereist. Ich habe versucht, auf direktem Weg nach Kyushu zu gehen. Aber da war eine sehr große Wand, die mich davon abgehalten hat. Die Oma. Oh. In der Oase und der Düne von Inaba, im Osten von hier, findest du irgendwas Elektrisches. Also wahrscheinlich die Batterie. Ich sah es! Da. Oh. Also dieses schöne junge Mädchen hat also auch in Inaba die Batterien entdeckt. Ja, ach so. Ah, ja. Dumplings kannst du uns mal anbieten. Hä? Was? Ich gebe dafür fast 40 Rios aus und die gibt uns halt nicht mal voll? Keiner. Im Osten, also gehen wir mal hier hin. Logischerweise wäre das jetzt, ne, im Osten. Das. Naja, wir gehen einfach mal rein. Gut, hier ist. Haki. Scheiße! Falsch. Aber hier kommen wir auch noch zurück. Merkt euch die ganzen Positionen. Das wird echt voll, Junge. Und immer wieder derselbe Soundtrack, der hier läuft. Aber mir egal, ich finde ihn episch. Und diese Frau da auch mit dieser Schultüte. Und dieses Mädchen, das ich umbringe. Oh mein Gott. Sorry. Dann müssen wir wohl hier hin. Dann ist bei denen wohl Westen, Osten und Osten, Westen, ne? Na komm, ich will jetzt nicht jede Frau mit ihrer Schultüte töten. Das wäre ein bisschen strange. So. Ich hoffe, da hinten geht es hin. Weil es kann nämlich sein, dass es da hinten nämlich auch wieder zu einem ganz anderen Punkt hingeht. Hier gab es nichts weiterhin. Oh. Jawoll, Inaba Dune. Und ihr seht schon auf der Karte, rechts unten das hellblaue, das ist Wasser. Wow.
So, und früher, ich habe gerade gedacht, ja. Na, als ich auch früher versucht habe, zum allerersten Mal Sasuke wieder zu beleben, habe ich auch gedacht, ja, das ist ein Stück normale Wüste hier, hier gibt's nichts. Das dient nur als Deko. Aber als ich dann nachgelesen habe, dass man hier eine Batterie finden kann, da, ja. Ja, da habe ich mir auch so gedacht, Stefan, hättest du mal besser nachgeguckt, ne? Oder hättest du mal das ganze Gebiet abgesucht, da hinten. Weil ich meine, welcher Typ rechnet denn damit, dass mitten in der Wüste sowas kommt hier? Bei diesem Spiel, also ich nicht. Da seht ihr schon die Batterie. Die allererste Batterie. Und da hinten noch eine Silver Doll. Jetzt machen wir aber erstmal das Wichtigste. Also die Silver Doll. So, miau. Oh, noch eine einzige. Kriegen wir ein weiteres Herz. Recycle Sasuke's Number One Battery. So. Und den ganzen Weg wieder zurückschlendern. Ich habe früher versucht, ich habe geguckt, früher, ob es hier noch irgendwelche anderen Sachen gibt, die man sich holen kann. Weil ich meine, die Wüste ist ja groß, ganz groß. Die ist ja heiß. Die Wüste ist ja heiß. Ja, lustig. Aua. Ah, so. Wow. Gut, alles klar. Den Rest finde ich alleine. So, die zweite Batterie weiß ich aber hundertprozentig, wo die ist. Ob wir das noch schaffen? Egal. Machen wir an dem Part. Egal, wie lang er wird. Das ist mir jetzt Schnuppe. Hör mal. Mann, lauf nicht immer gegen die Wüste. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Bam. Ach so, noch nicht. Da müssen wir diesen Berg hier jetzt erklimmen. Mal lauf nicht so langsam. Und hoch. Und rechts. Und links. Und links. Up. Rechts. Up. Oh, bis wir diesen Berg dann jetzt endlich mal geklommen haben. Gelangen wir hier? Izumo Amnesty. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Oh, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen. Sorry. Izumo 2, Lake with a Large Tree. Den Namen muss man sich auch mal ausdenken. Der Platz mit dem riesigen Baum. Ne, okay, hier kommen wir nicht hoch. Da kommen wir dann mit Sasuke hoch. Sasuke, wie das klingt. Haben sie bestimmt irgendwie von Saskia abgeleitet, deswegen heißt er jetzt Sasuke, sonst hieß er nämlich auch Saskia. Dann hätten wir zwei weibliche Personen. Komm, komm, komm. Ich weiß, wo die ist. Hä? Hä? Ah, ha. Mein Freund, mach mal ein schönes Foto. Klick, klick. Klick, klick. Da ist er, Batterie Nummer 2. Und jetzt wird spannend. Electroshine Unit. Da ist er. Sasuke haben wir zum Leben erweckt. Für mich ich finde, der beste Charakter, den es gibt in dem Spiel. Ich meine, es gibt ja nur vier. Also ist es der beste von vier. Schon allein wie er aussieht, ey. Was zum. Bist das du, Ibisumaru? Was in aller Welt mache ich hier? Hey! Das wollten wir dich gerade fragen. Deine Batterien sind ausgefallen und du warst wie gefroren. Das mit mir passiert? Ja, was soll's?
Ich glaube, da war ein Glitch in meinem, was weiß ich, irgendwas mit Memory. Ich erinnere mich, dass ich Probleme gehabt habe. Ich muss sofort zurück und mein weiser alter Mann muss es reparieren. Sasuke, über deinen weißen alten Mann. Also, da war eine Explosion in seinem riesigen Haus. Und er ist seitdem vermisst. Ja, mit der Explosion. Was? Wer würde sowas so machen? Wir glauben, es hat was mit den Peach Mountain Guys zu tun. Boys, Guys, man mit den Kerlen. Mein weißer alter Mann? Wirklich? Mit, von Leuten mit so verrückten Namen wegen wie den Peach Mountain, was weiß ich. Krrr. Ich werde diese Peach Mountain Guys vernichten. Lasst mich mit euch gehen. Tja. Und als Ergebnis, Sasuke wird uns jetzt also folgen. So, nun da wir Sasuke haben, können wir also die Türen, die schon so leicht angerissen sind, mit der Firecracker Bomb öffnen. Und da haben wir das Schwert, das hat genau dieselbe Funktion eigentlich wie das Schwert von Yae. Und hier seht ihr die Firecracker Bomb. Und dann machen wir uns im nächsten Part mal auf, sag ich mal, zur nächsten Castle schon. Also, danke fürs Zuschauen und bis im nächsten Part. Tschüss!